In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, was der Unterschied zwischen dem allgemeinen Polynom und den speziellen Polynomen ist. Das Entscheidende ist eigentlich das bei dem allgemeinen Polynom, dass es zunächst mal, damit es überhaupt ein Polynom ist, hat es hier irgendwie x hoch irgendwas, zum Beispiel hier x hoch 5 und irgendwo x hoch 4 und x hoch 3 und so weiter. Und davor hat es dann auch entsprechende Koeffizienten, die nennt man dann a5, a4, a3, die werden alle addiert. Das geht natürlich auch hier nach vorne weiter und hier nach hinten bis zu der a0. Das sind einfach nur Zahlen aus einem Körper. Das heißt, wenn wir jetzt ein allgemeines Polynom aus dem Körper q von x anschauen möchten, dann sieht das so aus, man kann das dann als Summe hier schreiben, als ai x hoch i, wobei von i von gleich 0 bis n geht, dann haben wir eben das Polynom n-ten Grades. Das ist also unser allgemeines Polynom und das Entscheidende ist, dass wir, wenn wir Aussagen über ein allgemeines Polynom treffen, dass hier für alle a's gelten muss, die wir da einsetzen dürfen. Das heißt, die hängen nicht irgendwie voneinander ab, sondern die sind alle beliebig einsetzbar. Anders ist es jetzt mit dem speziellen Polynom. Wenn wir uns das spezielle Polynom anschauen, dann haben wir irgendein konkretes Polynom, zum Beispiel, wenn ich anschaue, f von x ist gleich 3x² minus x plus 1. Da habe ich eben konkret die Zahlen eingesetzt, das ist also ein spezielles Polynom. Oder auch, wenn wir was haben, was zwar noch irgendwie allgemeingültig aussieht, aber trotzdem nicht unabhängig voneinander ist. Da gibt es als Beispiel die biquadratischen Polynome. So, und zwar besagen die biquadratischen Polynome, dass das Polynom irgendwie diese Gestalt hat, x hoch 4 plus a2 x² plus a4. Das heißt, ich weiß, dass ich auf jeden Fall hier möchte, dass a3 gleich a1 gleich 0 ist. Damit ist das kein allgemeines Polynom mehr, sondern das spezielle Polynom, nämlich in diesem Fall das biquadratische Polynom, auch wenn ich für a2 und a4 jede beliebige Zahl aus q von x einsetzen darf. Wenn ich in der Psychiatrie war, war ich immer in der geschlossenen Station. Ja, bei mir war es jetzt so, als ich das allererste Mal hinkam, da kam ich hin, weil ich suizidale Zwangsgedanken hatte. Ich bin freiwillig hingegangen und da bin ich dann auch wegen meiner krassen Angst vor irgendwelchen Zimmergenossen erstmal auf dem Stationszimmer gelandet. Die waren sowieso komplett überfüllt. Als ich da war, habe ich eigentlich total andere Erwartungen erstmal gehabt. Ich habe mir das so vorgestellt, man geht da hin und da gibt es dann Therapeuten, mit denen man redet und man diskutiert dann über die Probleme und irgendwie geht es einem dann wieder besser und dann geht man wieder. Und das war wirklich kompletter Irrtum. Und das war für mich erstmal ziemlich krass, dass ich quasi dort war und ich habe den ganzen Tag im Bett geheult und es hat einfach niemanden interessiert. Und ich habe mich total alleine gefühlt. Und dann sind auf der Station auch noch schwer psychotische und schwer depressive Patienten zusammen. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, solange es mir nur schlecht geht, aber ich keinen Ärger mache, ist es ja egal, weil mir kann es ja schlecht gehen.